Al-Wahhab ist ein Name von Allah, wie wir schon herausgefunden haben. Dreimal ist er im Koran erwähnt, dieser Name, liebe Geschwister. Subhanallah, es gibt heutzutage Leute, die Wal-Iyadu Billah Juhal, Juhal, Juhal sind, total unwissend. Und sie nennen anderen Wahhabi. Wahhabi? Erstmal, ist das ein Name von wem? Von Allah! Schämst du dich nicht, mit dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala zu spielen? Was willst du uns damit sagen? Willst du Allahs Name in Verruf bringen? Warum sagt er dieses? Weil er unwissend ist. Er hat keinen Respekt gegenüber dem Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Zweite Sache, liebe Geschwister. Wer sagt etwas über Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ohne dass er dabei lügt? Wallahi, er ist ein Lügner. Wisst ihr, woran wir das erkennen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er damals unter seinem Volk war, die Leute haben über ihn gesagt, du bist ein Lügner und du bist ein Zauberer. Hat man diesen Worten getraut? Und hat man diese Worte geglaubt, dann ist man als Kafir gestorben. Aber hat man gehört, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatsächlich als Botschaft hatte, dann ist man mit dem Glauben an Allah und den Propheten gestorben und man ist als Muslim gestorben, liebe Geschwister. Und genauso mit diesem Sheikh und anderen Sheikh. Und das gilt für jeden Sheikh. Ahlus Sunnah wal Jama'a, diese großartige Gemeinschaft, die einzige errettete Gruppe sein wird, sie nehmen sich keinen Sheikh als Propheten. Denn jeder Mensch macht Fehler, auch Gelehrte, auch Großgelehrte, liebe Geschwister. Aber wir sind nicht unfair und verunglimpfen eine Person. Wallahi, der nicht recht hat, verunglimpft zu werden. Ja, dann kommt man mit Wörtern, der hat Unzucht gemacht. Kannst du das nachvollziehen? Warst du dabei? Hast du das gesehen? Hör auf zu lügen! Aber was ist da von ihm? Seine Bücher! Keiner kommt und sagt, schaut mal, hier in diesem Buch sagt er das und das, weil Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Wallahi, schauen wir uns die Bücher an. Denn das ist das beste Beweis, was er für eine Aqida, für eine Glaubensgrundlage hatte, liebe Geschwister. Dann bringt man das Buch und sagt, da hat er einen Fehler gemacht. Wenn man das mit Koran und Sunna widerlegen kann, Alhamdulillah, niemand hat die höhere Stellung als Koran und Sunna. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, er hat damals an den Friedhöfen, er hat sie eindämmen lassen. Warum? Weil es viele der sogenannten Muslime gab, die diese Gräber angebetet haben. Und er hat den Leuten verboten, Zinsen zu nehmen. Und er hat den Leuten